Herzlich willkommen. Ich werde euch heute Berechnung am Kreis zeigen mithilfe von Pi, einer Konstanten. Eine Konstante ist eine Zahl, die sich nicht verändert. Pi bleibt immer gleich. Woraus besteht der Kreis? Er hat einen Mittelpunkt, das ist natürlich die Mitte, m. Dann besitzt er einen Radius, r. Und einen Durchmesser. Das ist d oder 2r, weil Radius beschreibt die Länge von der Mitte bis zum also bis zum Rand sozusagen. Und der Durchmesser ist die ganze Länge, das heißt 2r ist d. Aber was ist Pi? Wenn man sich den Umfang anschaut, wie man ihn berechnet, gibt es die Formel Pi mal d. Das bedeutet, der Durchmesser mal Pi ist der Umfang. Das heißt, Pi hat etwas mit der Krümmung des Kreises zu tun. Genau vorstellen kann man sich das, glaube ich, nicht. Aber nur damit man es so weiß. Das ist die Berechnung des Umfangs. Der Durchmesser mal Pi. Den Umfang kann man aber auch berechnen, wenn man 2Pi mal r rechnet. Dazu kommt noch die Berechnung der Fläche des Kreises. Die berechnet man mit entweder Pi mal r Quadrat oder Pi durch 4 mal d Quadrat. Nehmen wir also als Beispiel einen Kreis mit dem Radius 4 und der Durchmesser ist demnach, da der Durchmesser r mal 2 ist, 8. Um den Umfang auszurechnen, müssen wir also eigentlich nur 8 mal Pi rechnen. Da die Formel lautet Pi mal d oder d mal Pi, je nachdem. Und das ergibt 25,13 ungefähr. Das ist der Umfang. Wenn wir jetzt die Fläche berechnen wollen, wäre das ja Pi mal r Quadrat, also Pi mal 4 Quadrat. Das wäre dann Pi mal 16 und das würde dann 50,27 ungefähr ergeben. Das bedeutet, der Umfang, also die Länge dieser Linie, ist 25,13, wenn r gleich 4 ist. Und die Fläche ist 50,27. Das bedeutet, die Fläche des ganzen Kreises, das Schraffierte. Somit hat man eigentlich alles, was man mit einem Kreis berechnen kann. Und ja, ich hoffe, es hat euch geholfen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.